So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich mache jetzt so Mini-Clips. Ich mache jetzt so Mini-Clips, bis ein Kunde kommt, zack, weg. Wenn euch solche Clips gefallen, könnt ihr die nächsten Clips gucken. Ich mache jetzt keine ganzen Sendungen mehr. Die Tests sind abgeschlossen. Ich habe die Kameras getestet, womit ich demnächst arbeiten werde. Ich habe die Rechner getestet, mit denen ich nachher arbeiten werde. Wie gesagt, ich bin eine Firma und ich stehe eine Riesenfirma vor. Und wir arbeiten natürlich auch mit ganz anderen Sachen wie Blackmagic und so weiter und so fort. Aber das ist dann etwas weiter oben. So, ihr seht, ich habe eine Figur in der Hand, weil wir haben jetzt die 4 Tage Star Wars. Ich werde jetzt jeden Tag oder jede Minute, je nachdem, wie Amazon Schrägstrich, ja, wie Amazon liefert. So, wie gesagt, wenn man solche Figuren bekommt für 10 Euro, da sagt man natürlich nicht nein. Ja, eine 15 cm große Figur, die Rey darstellt, aus einer, wie gesagt, Szene. Ihr wisst das alles. Einige, die es nicht wissen, erkläre ich das. Wie gesagt, wenn ihr Glück habt, die für 10 Euro zu bekommen, sofort zuschlagen. 10 Euro tun nicht weh. Ja, die Figur ist nun mal Rey. Unter uns, wer Rey hat, und ich habe Rey sehr oft, ich habe auch Rey als Sideshow-Figur da, kann ich mir manchmal fragen, nicht schlecht. Also wenn die Figurenhersteller sich wirklich Mühe geben, dass eine Figur wirklich wie ein Star bzw. wie ein Schauspieler aussieht, ja, macht es ja richtig viel Spaß. Also die kann ich euch empfehlen, die hat keine Ordernummer. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Grund die nur 10 Euro gekostet hat. Die hat also keine Ordernummer. Man hat mich angerufen, du hast so Interesse, sag ich, ist okay. Ich habe Interesse, 10 Euro ist in Ordnung. Wie gesagt, ich habe gerade eine auf der Pfanne da. Ich überlege es mir, während den Videoclips, die ich jetzt hier mache, drauf zu drücken. Von 109 Euro wurde mir gerade eine Wahnsinnsfigur angeboten für 42 Euro. Ich habe schon mal gesagt, ich habe mit Amerika zu tun und in Amerika gibt es verdammt tolle Läden. Und wenn irgendeiner sagt, weißt du was, ich gebe sie dir für 42 Euro ohne Zusatz, kannst du dann über Amazon. Ja, ich habe ja auch in Bollywood, wisst ihr ja, auch in Bollywood kaufe ich ein, ja, indisch, in diese indischen Läden, und die liefern dann über Amazon. Finde ich gar nicht mehr so schlecht, nur Amazon liefert nicht. Ich bin zum Beispiel jetzt gerade auf dem Schlauch, weil ich dringlich Ware brauche, die ich bei Amazon bezogen habe, nicht Star Wars, sondern wir machen ja auch noch andere Sachen. Und dann hat irgendein Nachbar das angenommen. Ich weiß aber nicht, wann der Nachbar nach Hause kommt, ich weiß auch nicht, wann der Nachbar Zeit hat, ne? Ja, das war der erste Clip. Hallöchen! Hallo!